Einen schönen guten Tag. Heute sind wir beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk, zu dem ich immer sehr gerne gehe. Die sind nämlich super vorbereitet. Wirklich, das ist nicht immer so, nicht bei allen Sendungen und so. Und hier seht ihr herrliche Kirschblüten. Also das ist ein Traum. Ihr müsst mal echt hier aufs Gelände kommen. Alle möglichen Sorten von Blümchen gibt es hier. Blaue Blümchen, weiße Blümchen, gelbe Blümchen. Die Gänseblümchen sind alle wach. Ne, nachts sind die ja so zusammengezogen, dann schlafen die. Hier sind auch noch, ich glaube, das könnten Taubnesseln sein oder sowas. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und heute hab ich sogar zwei Sendungen. Da bin ich schon mal mächtig gespannt, wen wir heute alles treffen werden. Seid ihr auch gespannt? Ist ja ein Ding. Die Ines war noch nie, du warst noch nie im MDR Leipzig Studio. Nee, ich war im besten Studio Deutschlands. In der Garderobe ist doch total gemütlich. Da ist ein riesen Fernseher, kann ich dir zugucken, ganz in Ruhe. Chillaxen. Ja, wie man sagt. Dann kann ich trinken, dann kann ich essen, dann kann ich aufs Klo, dann kann ich husten. Wir zeigen euch gleich mal. Im Studio, da muss man die ganze Zeit ruhig sein. Was kannst du denn da essen? Weil ich habe kein Essen gesehen. Ich könnte theoretisch. Hast du heimlich? Hast du Connections? Hat die Ines ja heimliche Connections? Und kriegst, während ich im Studio arbeiten muss, wird sie bewirtet ja, mit Kaviar und könnte ich einrichten. Was ist das? Was ist das typischste Gericht? Gibt zum Beispiel Leipziger Allerlei? Gibt es überhaupt hier in der Region oder ist das kein Mensch? Ist das nur für Touristen? Nein, Leipziger Allerlei gibt es. Das gibt es ganz normal Mischgemüse du kannst im Restaurant. Und, ja doch, ja. Also, ja. Hast du heimlich Leipziger Allerlei hinter den Kulissen? Ja, bestimmt, ja. Hi. Was auch noch beim MDR total geil ist, hier ist ein riesiger Pool. Also hier könnt ihr schwimmen und planschen, so eine Art römisches Bad. Wie oft geht ihr Redakteure und Redakteurinnen hier schwimmen, hier im Pool? Nur aus Versehen. Und damit das aus Versehen nicht passiert, schwenkt mal bitte rum. Sind ja auch so Seile. Und die Seile sind super geil. Also da kann wirklich nichts passieren. Das Studio, was man im Studio nicht tun darf, ist rauchen und Zigaretten und Handys sind nicht erlaubt. Und andere Dinge sind aber erlaubt. Das ist zum Beispiel der Kaffeeschwan. Also wenn ihr euch fragt, wo Kaffee herkommt, der kommt aus Schwänen. Dann gibt es die geilen MDR-Tassen. MDR und 4. Jetzt wird's ernst. Das richtet jetzt hier unser geheimes Experiment an. Wie heißt das Experiment? Also es ist schon eingerichtet. Es braucht einen coolen Namen, sag mal. Ach, ich weiß nicht. Irgendwas mit Schleim oder so. Irgendwas mit Schleim. Magic Schleim. So, es geht weiter. Hier mit unserem Experiment. Wir haben das Pressefoto und jetzt. Tim, was geht ab? Ja, ich habe mich eingesaut. Warum? Ja, was ist denn passiert? Mit den ganzen. Mit dem Experiment. Du hast hier ist auch noch. Das auch noch so. Ja. Ja, mit dem Pulver. Wenn das trocknet, dann wird es so ein... Mit dem geheimen Magiepulver. Die Magiepulver mit der Stärke. Bin ich bei der Maske und hier steht die Janine. Was ist das Wichtigste bei einer Herrenmaske? Bei den Frauen sehe ich ja immer, ihr macht ganz viel mit Haaren und alles Mögliche, aber was ist bei Herren wichtig? Na, dass sie fantastisch aussehen. Nee, ist klar, aber ich meine jetzt Schminktricks, die man vielleicht auch mal anwenden kann. Also die Augenringe sind zum Beispiel immer sehr bedeutend. Warum? Na, da sieht man beim Mann oft die Müdigkeit. Ach so, und das soll man nicht sehen. Man soll frisch aussehen. Ein bisschen frisch machen, genau. Wie beseitigst du die Augenringe? Mit Camouflage oder Make-up. Also einfach irgendwie eine braune Creme drauf schmieren sozusagen. Na klar. Läuft. Könnt ihr das mal aus der Nähe sehen? Kriegst du auch die Falten weg? Mit einer OP. Mit einer OP? Willst du mir zur OP raten? Zur Augenfalten-OP? Ich finde meine Augenfalten gut. So, und jetzt hast du gesagt, ich habe Müdigkeit unterm Auge. Jetzt könnt ihr mal live sehen, wie die weggemacht wird. Mhm. Ich fühle mich schon. Woher kommt eigentlich das Dunkle unterm Auge? Das sind Blutgefäße. Schwarzes Blut? Nee, nicht ganz. Das ist unter dieser Haut. Die Haut ist ja sehr fein und dünn und da sind Blutgefäße und die schimmern dann durch die Haut durch. Was machst du denn, wenn jemand jetzt wirklich nicht mehr durch Schminke zu retten ist? Oder gibt es das nicht? Gibt es solche Fälle gar nicht? Dass man überhaupt nichts mehr machen kann? Augen zu und durch. Also du machst ja Augen zu. Eine Frage. Wie stehst du zum Augenbrauen-Cammen? Ich mag das nicht, dass meine Augenbrauen gekämmt werden, aber ständig kämmt jemand meine Augenbrauen. Warum ist das so? dürfen die nicht? Ist das schlimm, wenn die so buschig sind? Ja, wenn das so buschig ist, dann wirkt das immer so ein bisschen unaufgeräumt. Ne? Und ich habe auch mal das erlebt bei einem Fotoshooting, da wurden mir sofort hier alle Haare in der Mitte weggezupft. Das ist irgendwie ein totales No-Go. Ist das immer noch so, das darf man nicht haben? Eigentlich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles
die Männer können Augenbrauen gezupft bekommen. Ne? Dadurch wird man aber auch so ein bisschen gepflegter, aufgeräumter. Hast du denn den Impuls, mir das jetzt wegzuzupfen? Oder sagst du dir, komm, nee, gar ist jetzt auch egal? Jetzt ist es genau richtig. Jetzt ist es perfekt. Merkt ihr das? Das ist eine Charmeoffensive hier. Mega. Ja, wir müssen weitermachen. Die Ines ist ja staatlich geprüfte Kosmetikerin. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie erkennt, was an mir gemacht wurde und warum ich auf einmal so frisch und lebendig aussehe. Sind wir mal gespannt. Ich versuche nur reinzukommen, aber die feine Dame ist scheinbar nicht da. Ines, warum sehe ich so frisch und lebendig auf einmal aus? Was hat sich geändert? Du siehst frisch und lebendig aus, ja? Ja. Okay, ja. Woran liegt du das? Siehst aber so nee, aber woran liegt das? Was hat, das ist richtig. Was haben Sie gemacht, Häschen? Das weiß ich schon nicht. Ich muss ich mal im Licht angucken. Wo ist hier Licht? Ja, Sie haben dir ein schönes, eine schöne Grundierung drauf gemacht, die dir eine angenehme Gesichtsfarbe gibt. Das soll wohl heißen, dass ich sonst keine angenehme Gesichtsfarbe habe. Ja, du siehst ein bisschen blass aus, ne? Und jetzt nicht mehr? Ja, brauchst mal ein bisschen was Gesundes zu essen. So wie siehst du denn Apfel aus? So. Sag die Richtige, die ist blass wie ein Blatt Papier, so ist es doch. Wir sind beim MDR und wir sind alle getestet. Also wir haben alle uns mit Schnelltest getestet. Wir sind geimpft, das volle Programm, wie sich das gehört beim Öffentlich-Rechtlichen. Heute wird ein Krimi vorgestellt. Und dazu passt unser Mann, den ihr als Fernsehkoch liebt und schätzt. Aber du bist im echten Hallo. Leben, bist du auch noch was anderes. Ja, Jörg Ferber mein Name. Ich bin Berufsfeuerwehrmann in Leipzig und habe heute die Ehre, zusammen mit ihm in der Sendung zu sein. So, und kochen, normalerweise bereitest du die Speisen aber zu, hast du genau, gesagt, ja. Für die Köche. Ja. Was muss man da so wissen, wenn man für Fernsehköche zuliefert? Ist das wirklich so, dass die schon alles fertig unterm Tisch haben und man dann sagt, so ist schon mal vorbereitet? Gibt es das wirklich so? Oder? Es ist immer noch so ein bisschen, wobei die Rezepte alle sehr, sehr schnell gemacht werden. Somit der große Braten, der wird natürlich immer vorbereitet, aber die meisten Köche schaffen das in der Kürze der Zeit und ich kaufe die Requisite ein, lege das alles in die Sendung und dann geht's los. Hast du ein Lieblingsrezept? Ich habe mal mit dem Tim zusammen was gemacht, das fand ich sehr eindrucksvoll. Der hat einfach Kartoffeln in Viertel geschnitten, Rosmarin drauf, Salz in den Ofen, das war das Gericht, das Ofenkartoffeln. Hast du auch so was von der Liga anzubieten? Also mein Lieblingsrezept kommt heute. Also ich mache Spargel, der wird gratiniert mit so ein bisschen Semmelbrösel und Kräuter und Zitrone und dazu gibt es Zander. Und ich mag Gemüse und Fisch, also das ist so ein bisschen mein Lieblingsessen. Was für Kräuter tust du auf den Spargel drauf? Petersilie und Rosmarin und dann kommt ein bisschen Zitrone rüber und Semmelbrösel und dann wird das gratiniert und das ist echt lecker. Rosmarin, das ist ungewöhnlich. Kennst du das, Rosmarin auf dem Spargel? Ja. Ist das vielleicht so ein Ostding? Warte mal, das ist ja vielleicht... Nein? Kennst du das, Rosmarin auf dem Spargel? Ich kenne das komischerweise auch, aber ich mag es nicht. Also, wenn ihr aus dem Westen seid, postet mal hier drunter, ob ihr schon mal Rosmarin auf dem Spargel hattet. Und was bedeutet gratinieren für die Leute, die nicht so fremdsprachenkundig sind hier? Gratinieren bedeutet... Oberhitze im Backofen und dann die Hitze von oben wird sozusagen die Kruste knusprig machen und in Fachkreisen sagt man dazu gratinieren. Und das ist der Spargel selber, der dann knusprig wird oder legst du da noch was drauf, so Käse oder diese so? Diese Kruste wird knusprig und der Spargel wird auch ein bisschen knusprig. Was sagen deine Feuerwehrkolleginnen und Kollegen, wenn du mit Kochrezepten ankommst? Die freuen sich, wenn ich im Dienst bin, weil wir sind ja immer 24 Stunden im Dienst, erleben viel gemeinsam und wir kochen auch gemeinsam und oft stehe ich auch in der Küche. Wirklich? Ja. Wir kochen gemeinsam. Ja. Was ist ein typisches, leckeres Feuerwehrgericht, was du so für morgens um 3 empfehlen kannst? Also auf der Feuerwehr gibt es immer Nudeln mit Jagdwurstsoße und Tomate. Jagdwurst? Also so harte? So Weichwurst oder Jagdwurst, so. Ja. Also weiche, keine harte Wurst. Ja, genau. Jagdwurst, sag ich. Jagdwurst ist eine Weiche. Eine weiche Wurst. Hast du auch ein Rezept, was du empfehlen kannst, was so immer gut ist oder so, was immer schmeckt? Oh Gott. Nichts? Ein Butterbrot? Nee, warte mal, lass mich mal nachdenken. Gib mir mal eine Minute. Ich denke nach, dann gibt's was. Ja, in der Zwischenzeit empfiehlt die Ines schon mal ihr Lieblingsgericht. Ines, was ist dein lieblingsschnelles Gericht? Was du? Kartoffelbrei. Einfach nur Kartoffeln schälen, kochen, klein stampfen, bisschen Muskatnuss. Ich liebe es. Und du tust kein Fett rein in den Kartoffelbrei, ne? Ich mache manchmal ein kleines bisschen Margarine rein, aber es geht auch ohne. Dann hat man so schöne Kartoffelflocken. Leinöl? Nein. Nein, kein Leinöl. So, jetzt schauen wir mal. Dir ist was eingefallen? Jetzt gibt's. Okay. Also was ich sehr, sehr gern mache, ist, dass ich Kartoffelpü mache. Also frische Kartoffeln, klar, so richtig, so noch mit Stampfen. Und ich mache dort ein bisschen Milch und Wasabi rein. Und dann wird das so leicht spicy. Und das ist sogar mein Sohn. Und dazu gibt's Fisch. Ich brate den immer so im Backofen, aber mit Haut.
Gratiniert oder nicht gratiniert? Nicht gratiniert. Nicht gratiniert. Wasabi, da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein. Hast du einen Tipp? Messerspitze Wasabi, Teelöffel? Also kann ja für den Sohn ist es eine Messerspitze. Ich esse Wasabi unheimlich gerne. Sehr scharf. Ich esse wirklich gerne scharf. Außer das Einzige, wo man darauf achten sollte, wenn man irgendwo mal in Asien ist und man sagt, also die Verkäuferin sagt, very, very spicy. Und wenn du deiner Kraft deiner Wasabi-Suppe sagst, kann nicht. Man sollte es denen glauben. Das ist wirklich very, very spicy. Hast du das aus MDR um 4, das gute Wasabi-Kartoffel-Pü-Rezept? Oder ist das ein Familienrezept? Ja, nein, das habe ich von MDR um 4. Ja, ich habe das aus der Kochsendung. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern an die Sendung? Ja, das ist wirklich ein sehr leckeres Rezept. Sollte man mal ausprobieren. Ines, die Sendung ist vorbei. Wie war es für dich? Oh, ganz aufregend hinten in der Garderobe sitzen, ja. Was hast du was gelernt? Also ich kenne ja alles, was du schon erzählt hast. Also was Neues habe ich nicht gelernt, aber ich höre dir natürlich immer gerne zu. So, das. Ich habe die Sendung auch angeguckt. Ja, so viel dazu. Jedenfalls, Sie können zeigen euch jetzt nochmal hier das schöne Gelände. Das ist wirklich ein sehr, wirklich sehr, sehr schönes Gelände. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wie war es für dich gewesen heute? Wenn ich es jetzt gemein sage, anstrengend, nein, waren ganz handsam und süße Gäste. Nee, aber trotzdem, kannst du ruhig mal erzählen, es ist trotzdem anstrengend, weil du den ganzen Tag vorbereitest. Anstrengend ist es nicht, das stimmt nicht. Es macht Spaß, wenn man immer wieder neue Leute kennenlernt und das ist ja das Spannende dran. Die Sendung läuft täglich, ne? Ja, von Montag bis Freitag. Lernst du jeden Tag neue Leute kennen? Ja. Willst du am Wochenende auch noch neue Leute kennenlernen oder dann lieber nicht mehr? Da bleibe ich dann mal lieber, ich muss hier arbeiten. Ha! So sieht's aus. Ich bin Studiotechnikerin noch. Morgen mache ich Ton. Ja? Mhm. Was ist das Wichtigste, was man beim Ton wissen muss? Nicht im Wind stehen wahrscheinlich, sonst gibt es Geräusche. Ja, genau. Wenn du das jetzt so sagst. Nee, war eine Frage. Das war's. Ja? Mehr muss man nicht wissen. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Jetzt bin ich schon bei der nächsten Sendung, bei der sehr guten Sendung Riverboat. Und man kriegt sozusagen eine Gästebetreuerin und eine Gästebetreuerin. Ja, das bin ich nicht. Das bist du nicht, sondern das bist du. Das ist toll. Wie heißt du? Hi, Micha, Gästebetreuer vom MDR Riverboat. Was muss man können als Gästebetreuerin oder Gästebetreuer? Gästebetreuer, man nimmt die Gäste in Empfang, versorgt sie, tut sie in der Maske, schaut, dass sie den Ton bekommen für die Sendung und alles, was drumherum, Anfahrt, Abfahrt, alles. Was machst du denn, wenn die Leute so, was weiß ich, sagen wir mal, so echte Stars sind, sie dann so ein bisschen komisch sind vielleicht? Oder gibt's das nicht? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass sie immer sehr nett sind, aber sind sie zu dir auch immer nett? Ja, also zu uns sind sie immer sehr nett, ja. Nee, wirklich? Ja, ja, also das ist kein Problem. Natürlich gibt's auch mal einen, der vielleicht die Ausnahme bildet, aber man macht das mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann geht das. Was sind denn so typische Star-Allüren, wenn es überhaupt welche gibt? Also was könnte da zum Beispiel passieren? Also typisch gibt's eigentlich nichts. Also die einen, ja, sie müssen ein bisschen an der Hand genommen werden, dass sie vielleicht noch zum Fotografen kommen oder zum Ton mitgenommen werden. Und die anderen, die laufen einfach selber alles ab. Das ist aber sehr, sehr harmlos. Habt ihr komische Essensvorlieben schon mal gehabt? Also ich war mal bei einem Festival, da hat sich einer eine komplette Schale gepellte, gekochte Eier vor dem Auftritt gewünscht. Hast du sowas schon mal erlebt? Nein, also so krass natürlich nicht, aber es gibt schon so diverse Ticks, die manche haben. Vielleicht der eine oder andere, der möchte eine Schale warmes Wasser vorher haben, wofür? Dass seine Finger ein bisschen zum Entspannen. Wirklich? Ja, also da kannst du auch reden. Das wollen wir eigentlich auch, ne? Also, möchtest du jetzt? Ja, bitte mit ein bisschen Salbei. Komm, würdest du Salbei für uns reintun? Aber natürlich. Okay. Wir versuchen alles möglich zu machen. Ich arbeite an meinen Star-Allüren. Es gibt natürlich nicht nur Gästebetreuer, Gästebetreuerinnen, Tonleute, habt ihr jetzt schon kennengelernt, Maske, also Schminke, alles Mögliche. Es gibt auch noch Redaktion, ne? Du bist die Redaktion. Sozusagen. Genau, also ich bin einer der Autoren der Sendung, die an die Redaktion angebunden sind. Ich dachte, das machen der Kim und der Jörg alles selbst. Ja, fast. Also wir sind immer ganz froh, wenn die ein bisschen was von dem machen, was wir machen, weil die denken sich natürlich auch ganz viel selber aus. Und manchmal ist es auch gut und meistens ist es auch gut, was sie machen. Und wie funktioniert das? Also um wie viel Uhr schlägst du dann hier auf und briefst dann sozusagen die Moderatoren und Moderatorinnen? Das passiert alles schon seit Tagen. Also seit einer Woche sind wir unterwegs, mindestens haben wir mit den Gästen gesprochen. Also wir haben ja auch miteinander gesprochen. Und dann werden die gebrieft, eine Woche vorher etwa.
Und heute ist nochmal Schlussredaktion nachmittags. Kann das denn passieren, dass jetzt mal unabhängig von Krankheiten oder so, das ist ein anderes Thema, aber dass irgendwas komplett umgeworfen wird kurz vorher, passiert sowas? Das passiert bei uns relativ selten, weil wir keine tagesaktuelle Sendung sind, also keine tagesaktuelle Talkshow wie Polit-Talkshows oder sowas. Aber es kann natürlich immer passieren, dass irgendwie jemand nicht ankommt, dass ein Flugzeug irgendwie zu spät landet oder sowas und dann muss natürlich umgebaut werden. Das ist klar, das passiert. Darf man dann notfalls auch mitten in der Sendung reinkommen, wenn das ein wichtiger Star ist oder so? Nicht nur wichtige Stars. Also die wir eingeladen haben als Gäste, die sind natürlich gerne gesehen und die können auch, wenn sie später kommen, reinkommen in die Sendung. Das ist kein Problem. Welche coolen Star-Allüren kennst du? Also wir haben jetzt schon gelernt, dass man sich ein Schälchen warmes Wasser hinstellen lässt, um die Finger warm zu machen vor der Sendung. Hast du schon hier eine coole Star-Allüre mal erlebt? Also es gibt manchmal bei gewissen Stars schon so Dinge, dass die im Vorfeld irgendwelche Listen schicken, was sie alles brauchen, so in der Garderobe und sowas. Ich weiß ja nicht, was du geschickt hast. Zum Beispiel ich. Ja, das werdet ihr nachher sehen. Also das ist aber sehr, sehr harmlos. Nee, aber ich meine irgendwas, was wo du dir echt so denkst, so okay, das hat jetzt mit der Sendung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Keine Ahnung, ich möchte mit einer Sänfte vom Bahnhof abgeholt werden. Nee, das gibt's eigentlich nicht. Also da habe ich zumindest keine Erinnerung dran, dass es irgendwas ganz Schräges gab. Meistens sind es ja auch tatsächlich die Manager, die sowas bringen. Ah. Die Stars selber oder die Gäste selber, die Promis, die sind meistens ganz pflegeleicht. Da gibt es wenige, mit denen mal irgendwie Schwierigkeiten hat. Den Eindruck habe ich auch, dass entweder die Leute aus der 10. Liga, die aber glauben, sie wären wichtig, genau, Theater machen oder die Manager, Managerinnen. Also das kann ich wirklich bestätigen. Ja. Ich war schon oft bei euch in der Sendung, ich habe noch nie irgendwen erlebt, der sich auch nur ansatzweise seltsam, selbst Supermodels, Das war nicht hier in der Sendung, aber selbst Supermodels und so, die sitzen dann mit ihrer Familie in der Ecke und essen Erbsensuppe. Ne? Genau, so ist das. Und du bist ja wirklich einer unserer Lieblingsgäste tatsächlich, weil du immer spannende Geschichten mitbringst und auch keinen Ärger machst hinter der Bühne. Mache ich nicht, außer dass ich ab und zu mal die Stars-Trolle, die kennen mich nämlich nicht. Das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Hier ist jetzt schon der erste Star sozusagen der Sendung. Hast du dir irgendwas gewünscht für die Sendung? Ja, ich habe mir gewünscht, also das ist ja meine Garderobe hier. Ja, ne? Wir gehen mal in so eine Garderobe rein, ja genau. Man stellt sich immer toll vor, es ist im Grunde nur. Wo ist der Champagner? Wo sind die Drogen? Ich habe jetzt alles versteckt und Bescheid. Ach so, weil du wusstest, dass wir das Richtige ist, diese Türen hier, die leiten den Schall ganz perfekt weiter. Es ist eine spezielle Holzkonstruktion da drin, die in so einen Wellen durchgeht. Und ich habe extra dafür gesorgt, dass die anderen Mark vor diese Tür stellen, wenn er rumlästert über alle anderen. Und ich stehe dann auf der anderen Seite. Super geil. Also das hat super geklappt. Nee, aber das ist wirklich sehr, sehr lustig. Also wirklich, ich meine, Lehrer könnte ein Raum wirklich nicht mehr sein. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Glaubst du von hier aus betrachtet, dass diese Pflanzen echt sind? Nee. Plastik, ne? Ich denke, oder Plastik, wir sind ja Hartplastik. Nicht nur Plastik, sondern Hartplastik. Findest du das gut oder schlecht? Das finde ich natürlich fürchterlich. Mein Leben findet in der Natur statt und da Plastik ist doof. Wie ist das denn überhaupt für dich? Ich meine, das ist ja, sagen wir mal, Fernsehen ist ja nun mal eine Welt, die auf Bilder und aufs Äußere geht, ist ja logisch. Packt dich dann relativ schnell die Sehnsucht nach der Freiheit wieder oder sagst du dir, doch ja, ist auch mal nett im Studio mit künstlichem Licht und künstlicher Maske? Nee, das mag ich gar nicht und ich fühle mich auch nicht wohl. Also mir hat tatsächlich mal auf der Journalistenschule jemand gesagt, ich hätte eine Zeitungsstimme und ein Radiogesicht. Da müsst ihr jetzt mal kurz drüber nachdenken. Das ist schön. Ja, also er hat mir im Grunde geraten, du kannst alles tun in deinem Leben, aber geh bloß nicht zum Fernsehen. Finde ich aber nicht. Jetzt fragen wir die Ines. Die Ines ist Diplom-Kosmetikerin. Ines, was sagst du zu seinem Look? Ist doch total cool eigentlich, oder? Ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Gerade, also ich finde, er hat einen sehr, sehr attraktiven Look. Habt ihr gesehen, dass wir alle drei so eine schwarze Maske, die gleiche FFP2-Maske in schwarz aufhaben? Ja, stimmt. Ja. Haben wir wirklich. Bei dir ist es jetzt wenig überraschend, weil ja im Grunde immer alles schwarz ist, was du trägst. Stimmt, du bist ja eher so ein bisschen der blaue, natürliche Typ. Ja. Aber die Ines, ich bin der blaue Typ. Das ist mir auch irgendwann aufgefallen. Ich trage ständig blau. Warum eigentlich? Vielleicht kann man da eine tiefe psychologische Erklärung... Nee, ich denke, es liegt an der Natur und so weiter. Ines, was gefällt dir besonders an? Es gibt da tatsächlich schöne Erklärungen zu den blauen... Ja, ich muss dich immer noch sauber machen hier. Ich kann mir das nicht angucken. Wann machst du denn deine Nummer sauber? Also das mit dem Blau ist zum Beispiel, das ziehen sehr gerne Menschen an, die eigentlich gerne sehr, sehr die Ruhe schätzen, sagt man so. Mhm. Dass sie normalerweise den Sturm um sich drum herum haben, aber selber gerne sich in Ruhe hüllen, weil Blau ist ja eine ruhige Farbe. Magst du gerne die Naturruhe? Also ich mag das ja, wenn es total leise ist und dann so Naturgeräusche finde ich sehr angenehm. Ist das bei dir auch so, dass du die Ruhe schätzt? Ja, ich gehe gerne in die Natur, aber ich brauche auch die Stadt. Also unser Büro zum Beispiel, das ist jetzt gerade mitten in München, Schwabing und rausgehen, Cafés. Mal eben irgendwie mit dem E-Roller irgendwo hinfahren können, wenn ich was besorge. Ich liebe auch die Stimulanz der Stadt und den Input. Darf man in Schwabing Tauben, Spatzen und Stare füttern, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach darf man alle Tiere immer und überall füttern. So,
Hier ist unser nächster Gast. Wir haben vorhin bei MDR nach 4 gehört, er ist wieder da. Ja. Guten Tag. Hallo, Harry Weinfurt. Was meinen die Leute denn damit, dass du wieder da bist? Warst du jemals weg? Das stimmt. Nein, ich war gar nicht weg. Ich habe nur andere Sachen gemacht. Was denn? Sonnenklar TV, Kochsendungen, Teleshopping. Ich war immer beschäftigt. Wie ist das denn für dich, jetzt Gast zu sein? Du bist ja eigentlich Gastgeber. Ja. Ist das angenehmer oder unangenehmer, der Gast zu sein? Man braucht sich als Gast nicht vorzubereiten. Stimmt. Man muss sich nicht einlesen, man muss nichts machen, außer Fragen beantworten. Und es gibt noch ein leckeres Buffet draußen, also man kriegt sogar noch was zu essen. Man kriegt sogar was zu essen. Hervorragend. Was ist das Wichtigste, was man wissen muss? Ich bin jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre alt und ich möchte wie du ein ganzes Leben in der Öffentlichkeit als Star sozusagen führen. Welche Haupteigenschaft sollte man mitbringen, um nicht zu verzweifeln? Schule besuchen, Ausbildung machen. Und wenn man den hat, diese Ausbildung, dann kannst du machen, was du willst. Und dann tu es auch. Dann kann man auch ruhig Star werden sozusagen. Ja, dann darf man auch ruhig Star werden. Welche Ausbildung hast du gemacht? Steuerberatergehilfe. Sehr gut. Das ist natürlich wirklich sehr gut. So, jetzt lass mich aber, ich weiß, du willst wahrscheinlich auch noch deine Ruhe haben. Nee, nimm es nicht einfach. Okay, sehr, sehr gut. Dann fragen wir noch eine Frage. Was ist denn der Anlass? Man wird ja eigentlich zu so einer Talkshow immer aus einem Anlass eingeladen. Ja. Was ist der Anlass, dass du heute? Ich habe im März meine Frau nochmal kirchlich geheiratet. Ich habe wieder 3 Sendungen der Preis ist heiß aufgezeichnet und fahre morgen weiter im Lande und werde meine neue Schlagersendung moderieren. Also, supergeil. Es geht richtig. Ich wollte eigentlich auf meiner Terrasse sitzen, wo ich 2 Liegen habe, für meine Frau eins und für mich. Ich brauche also nicht morgens um 6 Uhr aufstehen und ein Handtuch drauflegen, damit es meine ist. Ihr habt einfach 2 Liegen, dann gibt es keinen Streit. Gibt es das eigentlich in anderen Ländern überhaupt, diese mit den Handtüchern, oder machen das nur Deutsche? Ja, aber die anderen lernen schnell. Also die machen das jetzt auch. Verstehe. Sehr, sehr gut. Also ihr seht, hier ist richtig was los. Und jetzt lassen wir dich wirklich kurz mal in Ruhe. Also alles klar, bis später. Gleich. Ja, bis gleich. Freue mich. So, wir sind jetzt in einem anderen Raum. Ihr hört das vielleicht, das halt so ein bisschen und es blitzt die ganze Zeit. Das hängt damit zusammen, dass hier von der Deutschen Presseagentur, sagt man noch Deutsche Presseagentur? Ja, von der DPA, also einer Agentur, die liefert Zeitungen, Fernsehsendungen und so weiter, liefern die Material zu, wird man vorher fotografiert. Das sind die Tische, die ihr hinten seht, das ist Requisite, weil nachher wahrscheinlich noch der chinesische Nationalzirkus kommt oder sowas. Aber eigentlich braucht man nur diese gute Beleuchtung. Warum muss die Beleuchtung von oben und von unten kommen? Damit ich schick aussehe. Wir sind hinter den Kulissen und Wahnsinn. Wir sind ja alle getestet. Das ist wohl wahr. Wir sind alle getestet. Wie fühlst du dich so quasi nackt im Vergleich zu uns? Dass dein ganzes Gesicht enthüllt ist? Ja, schön auf Investigativjournalismus, der feine Herr. Was wirst du heute essen? Ich bin ganz investigativ heute. Was gibt's heute? Was ich heute essen werde? Spargel haben wir im Angebot. Ja, was stimmt. Was haben wir so auf dem Tag? Hallo, wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Anhang. Bist du der Anhang? Seid ihr? Nein, nicht der Anhang. Ja, wie mehrmals. Wir müssen regelmäßig an rituellen Stellen heiraten. Und machen das auch. Ehrlich? Ja. Wann habt ihr das letzte Mal wie geheiratet? Das war in Duisburg, oder? Oder in Dresden? Das passiert ziemlich oft. Ja, nee, also, nee. Das passt ja eigentlich zu Harry Weinfurt, ne? Hast du es gehört? Er hat kürzlich wieder seine Frau geheiratet. Ja. Harry Weinfurt. Ja, ich habe mich ein bisschen auf ihn vorbereitet, dass er heute Gast bei uns ist. Ah, du bist der zuständig. Wie tüftelt ihr eigentlich aus? Wer von euch zuständig für welchen Gar Gast nicht, das ist? Machen alle anderen. Guck mal. Das sind aber ein paar heiße Beine. Das machen alle anderen. Jörg und ich, wir haben beide gesagt, uns ist das ganz egal, wer wen macht. Wir lieben alle Gäste. Aber wie teilen die euch zu? Also das erfahrt ihr nicht. Die Redaktion teilt euch das irgendwie zu. Kennst du die Redaktion? Ja, das aber jetzt nochmal, habt ihr ungefähr 4-mal oder 22 Mal geheiratet? Also ist es mehr 10 oder ich weiß nicht, 6-mal. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ein halbes Jahr. Genau. Postet hier drunter. Kim Fischer weiß nicht, wie lange wir zusammen sind. Ihr, unsere. Ja, unsere weil Chef. Ich dich heute nicht mache. Ja, also wie? Weißt du, dann recherchiere ich dich auch nicht, weil auf den Jörg kann ich mich ja verlassen. Jörg hat das jetzt gleich alles drauf. Und wenn ich. Wir haben vorhin schon mit den anderen über Star-Allüren geredet. Was wäre denn, wenn ich Star-Allüren habe und sage, ich möchte aber, dass du mich machst? Mache ich, kein Problem. Ihr mit dir kann ich das jetzt auch mittlerweile nicht. Du bist jetzt auch schon ein paar Mal da gewesen. Okay, über Ines. Würdest du über Ines in der Sendung reden? Absolut. Wollen?
Also wollen, das entscheidest du. Entscheidest du. Ja, aber weißt du, wir sind auf alles vorbereitet und am Ende entscheidet ihr, in welche Richtung ihr gehen wollt. Und wir können überall mitgehen. Aber wir schubsen auch schon ganz gerne mal. Ja, schubst, sag mal, letzte Frage. Wir haben vorhin mit den anderen über lustige Star-Allüren geredet. Wir haben gelernt, manche Leute wollen warmes Wasser, um ihre Finger da rein einzutauchen. Geil, hast du schon mal lustige Star-Allüren? Nee, aber pass mal auf, ich mache gerade ein Album und wir gehen auf Tour und so. Und da muss man so ein Sheet ausstellen, was man alles haben will. So ein Rider. Ja. Und nicht nur so ein Technical Rider, sondern was für ein Wein ich habe. Und welche Hotel? Wo trittst du denn auf? In der Philharmonie in Hamburg? Oder? Natürlich. Ja, in der Philharmonie tritt die feine Dame auf. Die feine Dame? Ja. Nein, aber es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich jetzt auch so etwas ausstellen darf. Und ich habe mir da einiges einfallen lassen. Was denn? Hier so Wasser, damit kommt mir gar nichts. So ein Mondwasser wie Nena, ne? Ja. Ich glaube, Nena war es. Aber du könntest ja Wasser mit so perlig, aber nicht zu perlig. Also irgendwas, was man überhaupt nicht erfüllen kann, sowas. So ein roséfarbenes Wasser. Genau. Mit Vitaminen. Was? Vitamin, Vitamin Water, war in den USA mal so ein Ding, ja. Bist du eigentlich auch sowas wie er? Also so in dieser Branche zuständig oder machst du was ganz anderes? Ich tätowiere und programmiere. Willst du ein Tattoo von uns? Willst du ein Tattoo von uns? Ja. Als Rockstar, wenn du jetzt auf Tour wieder gehst. Oder? Ja. Hast du ein Tattoo? Ja. Was denn? Ich habe hinten ein Tattoo, was ich mir gerne jetzt so ein bisschen ausweiten möchte. Das kriegen wir hin. Machen, ja. Aber jetzt, jetzt hast du noch nicht verraten, was hast du dir denn Verrücktes auf diese Wunschliste geschrieben? Zum Essen oder zum Trinken oder sonst irgendwas? Oder hast du es einfach nicht gemacht? Nee, ich habe es, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich sitze noch drüber. Das ist das Anstrengendste von allem. Weil ich das Welche Wünsche? Und das alles war nicht so anstrengend, wie diese Liste ausfüllen. Okay. Hey, Dirk. Hallo. So, wir blenden mal getestet. Über. Ja, getestet. Alles. Jörg, du hast es beim Essen erwischt, aber du hast Nahrungsmittelallergien. Du kannst nicht alles essen, ne? Ich kann leider die Zotte, weil ich habe gelernt, dass die Zotte auseinanderfällt leider, wenn das Glutengedöns oder so. Wow, das ist krass. Ich habe gehört, du bist heute für mich zuständig. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also hat die Redaktion das einfach entschieden oder hat die Kim gesagt, Das wird redaktionell entschieden. Einer muss es tun und das wird dann immer ausgelost und wer verliert, Benike. Das ist die Tradition. Wir sind sehr gespannt. Willst du irgendwas total Verrücktes fragen? Willst du mich aus der Reserve locken? Willst du mir lieber eine ruhige Schmeichel? Nein, das ist mein letztes Jahr und da ist einfach plumpe Ranwanze an den Gast. Das ist einfach das, was immer zum besten Gefühl für alle führt und auch das möchte ich heute Abend zu. Meinst du so das letzte Jahr wie bei Harry Weinfurt, dann kommst du wieder? Nein. Es ist vorbei. Nie mehr wieder. Das ist jetzt das letzte Jahr hier und es ist toll. Und ich freue mich, dass der Dr. Benike hier nochmal... Ich glaube ihm kein Wort. Er wetten, dass der so mega wiederkommt. Der nein, hier ich bin alt. Du bist alt. Nein. Ich werde 64. Aber wir verraten es nicht weiter. Nein. Okay, tschüss. Gleich geht die Sendung los. Und hier sitzt ein echter Tatortkommissar. Ja, aber ein... Du durfst nicht sezieren. Ein Berliner Tatortkommissar war ich, aber ich durfte... Also ich durfte nicht selber sezieren, zum Beispiel, wenn du mal, würde ich gerne mal mit dabei sein. Und ich habe auch niemals sozusagen diese Theorien des Blutspritzens beim Mord meiner Ehefrau vielleicht oder der Filmopfer, das war ja nie ein Thema. Aber es ist spannend, wenn du darüber berichtest. Aber es gibt auch viele Krimis, wo da so ein bisschen drüber geredet wird und dann so ein paar Fachworte eingestreut werden. Musst du auch nie so Fachworte lernen? So. Ach so, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So speziell, wie du das machst und so überzeugend, wie du das machst und wie populär du das auch erklärst, wenn ein Blutspritzer in diese Richtung gezogen ist oder in diese, ob er rund ist. Also das leuchtet einem ganz schnell ein. Total. Und man überlegt immer, wie kriege ich die Alte, wie kann ich sie umbringen, ohne dass man Spuren hinterlässt. Hast du dir diese Gedanken schon vor deiner Rolle gemacht oder erst als du angefangen hast, in diese kriminalistischen, schauspielerischen Tiefen einzudringen? Nein, das hat mich immer interessiert. Ja, weil meine Mutter hat sich bereit erklärt, sezieren zu lassen, um die Beerdigungskosten zu sparen. Also die Einäscherung. Ja, klar. Fandst du das gut oder schlecht? Toll. Das fandst du toll. Na ja, oh, ich bitte dich. Also ich meine, das ist doch herrlich. Ja. Ist das eigentlich
egal, wie in Wirklichkeit so die Menschen sind, wenn du die schauspielerisch verkörperst? Oder guckst du dir das, versuchst du dir die echten Menschen anzugucken, die diese echten Berufe haben? Oder ist das völlig egal, weil ihr einfach nur eine spannende Geschichte erzählen wollt? Wenn du spielst. Also zum Beispiel habe ich mal den Totengräber in Shakespeares Hamlet gespielt. Da bin ich auf den Friedhof gegangen und habe mit meinem Totengräber gegraben. Und wir haben, hat er mir erklärt, dass die fetten Leichen ganz lange liegen, weil die Mikroben es nicht schaffen, die aufzulösen innerhalb von 20 Jahren. Und die dünnen Leichen, wie du und also ich auch, wir, ja. Wir sind in 20 Jahren dahin. Und als wir gebuddelt haben, haben wir dann die Knochen auf die eine Seite gelegt und auf die andere Seite für die Gemeinde die Erde diese wieder rein. Da musste man peinlich drauf achten. Das wurde dann mit einem künstlichen Rasen die Gebeine der Hinterbliebenen überdenkt. Und damit die Gemeinde nicht auf einmal einen Fingerknochen in der Hand haben und auf den Sarg werfen. Haben die Gefühle, die du dabei hattest, denn was genützt beim Schauspielern, als du da gebuddelt hast? Natürlich, ich habe das realistisch. Wir gehen jetzt gleich. Ja. Ich habe das realistischer gesehen. Ich habe das gesehen, so wie Shakespeare das auch ganz real. Der hat sich ja einen Clown von der Straße geholt, der diesen Totengräber gespielt hat. Also ohne christliche Bigotterie und so, sondern ganz praktisch, da ist jemand, der eine harte Arbeit macht, 2,20 Meter tief graben muss und sich darüber aufregt, dass andere philosophieren. Genau. So, jetzt müssen wir runtergehen. Wir wurden schon 5-mal angetupft. Jetzt müssen wir schnell in die Sendung gehen. Ne? Pinkeln. Nee, in die Sendung. Es geht los. Jetzt geht's ins Studio. Normalerweise sitzen hier Gäste und Gästinnen. Kommen die diesmal oder gibt es diesmal keine Gäste wegen Corona? Nein, dieses Mal noch nicht. Erst ab dem nächsten Monat ist das geplant. Und bleiben die Tische jetzt einfach leer? Ja, heute ja. Also das ist dann so wie ein Stilmittel, dass man sieht, dass es während Corona aufgezeichnet wurde. Genau, das ist ein Indiz dafür und wir freuen uns natürlich bald, dass es wieder richtig losgeht. Ne? Was denkst du denn, wenn es wieder richtig losgeht? Also unsere Planungen sagen nächsten Monat. Ach so. Im Juni, Mai. Ich glaube, in Sachsen ist ja eigentlich auch schon die Maskenpflicht gefallen, oder? Jetzt kürzlich, aber... Richtig, genau. Eigentlich, genau. Aber wir wollen hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Es ist jetzt gerade, was haben wir denn, April 2022, ne? Genau. Sind wir noch ein bisschen vorsichtig? Genau. So, wir können erst mal sehen, hier im Hintergrund ist es alles wunderschön gemacht. Mit so einer Glitzerwand. Ich hätte gerne eine Showtreppe. Wäre das möglich, noch schnell eine Showtreppe? Oh. Wir versuchen natürlich alles möglich zu machen. Dankeschön. Bitte. Was macht ihr zwei da gerade? Was geht hier ab? Hast du mit der Kim Selfies gemacht? Ja, natürlich. Sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr Selfies gemacht, ihr beiden? Benecke. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Du bist auch so eine bunte Journalistin in dir, ne? Bin ich. Ich bin wirklich eine bunte Journalistin. Man sieht es zwar nicht, weil ich schwarze Klamotten anhabe, aber es ist trotzdem so. Aber ein bisschen was Buntes ist ja hier auch noch. Ja, aber du stellst auch Fragen in einem Affentempo. Das stimmt. Ist das eigentlich gut oder schlecht, journalistisch schnell Fragen zu stellen? Sollte man dem ja, wenn man was gut. Macht. Ich finde es gut. Du findest es gut. Da kommt man schnell mit und dann kommt man in den Flow hinein. Kommt man in den Antwortflow hinein, ja. Aber ich wäre da ein bisschen ermüdet und würde wahrscheinlich dann einfach nicht mehr meinen Gedanken folgen. Aber wie machst du das denn auf der Bühne? Da ist doch ein Feuerwerk. Da ist ein Quell von, genau, ein Feuerwerk. Guck mal, das ist jetzt auch ein bisschen schizophren. Wow, jetzt gehen wir alle live. Wow, jetzt sind wir alle live, Freunde. So läuft es im modernen Fernsehen. Du bist gar nicht live. Bist du live? Harry, was sagst du? MDR, dazu? So läuft es beim MDR. Das ist große Klasse. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Handy mitgenommen. Hast du dein Handy nicht dabei? Nein, weil ich bin hier im Studio, weil wenn es klingelt, während die Sendung läuft, das ist teuer. Ach so, ja, das kostet einen Kasten Bier. Ne? Mindestens. Ja, das kostet wirklich einen Kasten Bier. Er hat sie mir gebracht. Isst du denn sowas überhaupt? Ja, ich bin Diabetiker, ich darf das. Ach so. Ja! Kannst du das bitte nochmal machen? Natürlich. Das ist eine Influencer- und Insta-Geste. Wir wirken hier merkwürdig, weil wir die ganze Zeit irgendwelchen sozialen Medienkram machen. Fühlst du dich da irgendwie jetzt besonders jung? Weil Schatz, ich bin besonders jung. Super, sorry. Ehrlich gesagt ist mir das fast ein bisschen lästig. Und ich denke immer, das ist so eine Pflicht, man muss das machen. Und wenn ich es dann aber mache, macht es mir riesig Spaß. Wir sind jetzt live, ne? Ja, also fast. Sag mal, wie gehst du denn? Wir haben vorhin gehört von Herrn Glatzeder, dass das schwierig ist, wenn man schlechte Kommentare bekommt in sozialen Medien. Wie handhabst du das? Das kommt drauf an. Wenn das berechtigte Kritik ist, denke ich drüber nach. Wenn das einfach nur Hate ist, dann lösche ich das teilweise auch und blende es aus. Manchmal antworte ich da drauf und mache mir die Mühe, wenn ich gut drauf bin, aber das ist ja oft Hopfen und Malz verloren. Hast du die Erfahrung gemacht, weil die Ines macht bei mir viele Kommentare und die macht die Erfahrung, manchmal sind die Leute auch einsichtig, wenn man sagt, so, hör mal, das war jetzt aber wirklich super nicht nett. Weil die sich erschrecken, dass man überhaupt da ist. Ne? Die schreiben was und denken, es ist irgendwie ins Schwarze hinaus und plötzlich antwortest du und bist damit ja ein echter Mensch. Ne? Und das ist für
für manche ein Schock. Und dann hast du auch schon mal die gute Erfahrung gemacht, dass sie dann sich auch schon entschuldigt. Ja, und plötzlich sind die der größte Fan. Freue ich mich immer, mein Herz ist ja groß. Ah, sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir aber so langsam anfangen, ne? Sonst können wir geschimpft. Du hast vorhin gesagt, du hast gar keine sozialen Medien. Nein. Deswegen hast du sie. Das muss gerecht verteilt sein. Das muss gerecht verteilt sein. So, ja, wir haben dich ja noch gar nicht vorgestellt. Du warst ja gerade nur sozusagen mit der Kim am Flirten. Du bist der Darsteller von Professor Dr. Otto Prokop, dem Leiter der Ostberliner Rechtsmedizin der Charité. Mein Name ist Philipp Hochmann. Ich habe Prokop gespielt. Ich bin Österreicher und bin durch dein Buch sehr beeindruckt und beeinflusst worden. Also, was machst du, dass alle Deutschen immer Prokop sagen? Statt wieder, wie es richtig auf Österreichisch heißt, Prokop? Das heißt Prokop. Jeder sagt Prokop. In Österreich heißt es Prokop. Auch so? Achso, verstehe. Ja, Deutschen würden Prokop sagen, aber in Österreich immer Prokop. Ach so, also. Sein Bruder hat mich angerufen nach der Ausstrahlung. Und? Was hat er gesagt? Er war begeistert. Wow. Lustig, oder? Aber wie ist das für dich? Also ich meine, das ist ja jetzt eine Person, die noch so viele Leute kennen und so. So viele? Ja, in der DDR sind doch schon viele Ministerien. Was seine High Season war ja bis in 2000 oder sowas? Oder? Ja schon, aber es leben ja doch noch ältere Leute, die jetzt in Rente oder Pension sind, die ihn kennen. Hast du die als Zuschauer gesehen oder dachtest du, okay, ich gestalte das jetzt schauspielerisch so um, wie ich das für richtig halte? Ich hatte da schon viel Freiheit und habe da intuitiv ins Schwarze getroffen. Also der Bruder hat das ganz klar so attestiert. Der Professor Prokop war ja hat ja auch so ein bisschen aufs Äußere geachtet und auf Ansehen und so weiter. Hast du das mit einfließen lassen? Oder? Das war alles vorbei, das ist ein Spielfilm, da kann ich jetzt nicht viel mitgestalten im äußeren Gestaltungsbereich, also Kostüm und so und Maske ist alles gemacht gewesen. Ja. Hattest du gruselige Momente bei irgendwelchen Sektionsszenen oder Leichen, die aus... In der Vorbereitung. Ich habe dein Buch gelesen und habe auch in der Charité in Berlin und habe mich da einfach persönlich gebildet. Ja. Hast du auch bei einer Sektion mal zugeguckt? Ja, klar. Wow. Und bei Zokos. Ja, hat sich das irgendwie verändert oder hast du dir das so vorgestellt? Also ich war Zivildiener im Altersheim und habe das schon alles irgendwie miterlebt. Also ich komme aus einer Ärztefamilie, ich hatte jetzt keine Berührungsängste. Ja. Also natürlich ein intensiver Tag gewesen. Ja. Verstehe. Aber ich meine, du hast ja wahrscheinlich als Zivildiener keine Schüsse, Erhängungen, Zerstückelungen, Verfaulte oder sowas gesehen. Ja, aber sehr alte Leute, die da halt auch gestorben sind und so. Ja, verstehe. Also war das die Grenze zwischen Verbrechen? Ja. Eine Minute bis zur Sendung, bitte. Bis gleich. Danke. Guten Tag für alle. Guten Abend. Hallo, Deutschland. Servus. Grüß dich. Ich bin richtig enttäuscht, gell? Ja, weil mir wurde versprochen von der Redaktion, bitteschön, dass dieser junge Herr eine Spinne mitnimmt. Ich liebe Spinnen. Ich wollte eine Spinne streicheln. Die Redaktion kann Fauchschaben nicht von Spinnen unterscheiden, ist aber nicht so schlimm. Was müssen Deutsche wissen über deine schöne Heimat? Die wirklich, wirklich extrem zauberhafte Heimat. Wer noch nie bei euch war? Die privaten Gespräche ausufern. Jetzt kommt das Gruppenbild. Ihr seid ja alle Kamera gewohnt, für dich ist das natürlich nichts. Aber ich bin mächtig aufgeregt. Bist du wirklich immer aufgeregt? Weil vorhin hat der andere Schauspielerkollege gesagt, man ist immer aufgeregt als Schauspieler. Stimmt unterschiedlich, das? Aber angeregt. Wow. Wir müssen sehr schnell Fotos machen. So, jetzt aber. Jetzt war mal fleißig. Tirol, was ist schön? Alles, erstens. Zweitens, wir haben tolle Spinnen. Die mit dem Kreuz hinten oben, die habe ich als Kind gesammelt. Was hast du dann damit gemacht, wenn du Spinnen gesammelt hast? Ich habe die mal in mein Zimmer getan. Ich mag die. Ich finde die, find die so geil. Die können auf der Decke, die können auf der Wand laufen. Du hast die bei dir im Zimmer rumlaufen lassen? Ja, ich mag die. Weiß unsere Gesellschaftsreporterin das, dass du als Kind Spinnen... Oh, wir können die Gesellschaftsreporterin das mal sagen. Das sagen wir immer. Mach mal, komm, das sagen wir immer. Wir brauchen... Hier, dein... Ja, sammle ich gleich auch, mein Kompass. Wir haben eine geheime Info über unsere Schauspielerin, die beim Bergdoktor mitspielt, nämlich dass sie als Kind Kreuzspinnen bei sich zu Hause ins Zimmer gebracht hat. Ist das eine Sache für dich? Also wer die journalistisch interessiert? Aber ehrlich gesagt, exklusiv Interview darüber. Das sagt natürlich sehr viel über ihre Risikobereitschaft und ihren Mut aus. Da könnte man richtig schön ansetzen. Also es wäre nicht uninteressant, sagen wir so. Nichts, was man über den Menschen erfährt, ist uninteressant. Ehrlich gesagt, was mich an dir am meisten interessiert, ist, dass du dir nur Notizen in die Hand machst, weil das hält ja eine Weile. Das stimmt. Ja, und da musst du dir ja gut überlegen, was du da reinschreibst. Ja, also ich fotografiere das meistens dann ab, ganz schnell. Da, und dann schrubbst du das. Mhm. Zeig mal deine Handinnenfläche. Oder ich habe Alkoholtüchlein, also die sind ganz rein und zart, die Hände. Ne? Das ist eine ganz interessante Angewohnheit. Da denke ich nochmal drauf um, bis zum nächsten Interview. Bis zum ersten Interview. Wir bis haben zum ja noch nächsten nie, Interview. Ja, aber ja, wir haben ja noch nie eins gemacht. Für uns wäre es nicht das erste.
Danke, dass du das gesagt hast gerade in der Sendung. Das war mit Jean-Marc meinst du? Nein, nein, mit der Umwelt. Ja, ja, die Umwelt. Ja, danke schön. Ich komme immer vor wie der Partypooper mit den schlechten Nachrichten. Hast du es? Aber du hast es gut. Das war toll. Sehr, sehr gut gemacht. Was, also, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir es. Nö, also wie, genau, wir haben über Spinnen, über die Berge, über den Wald. Alle Themen in meinem Leben sind abgehakt. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, wer sie ist, sie spielt seit wie viel? 16 Jahren? 16 Jahren Lilli Gruber. Ach doch, Lilli Gruber in bürgerlich den Bergen. Bekannt unter Ronja Forcher. Ach so, doch, eine Frage habe ich. Ach so, ja. Wie wird man nicht ein verzogener, drogenabhängiger Kinderstar? Ganz ernst. Indem man weiß, was wichtig ist im Leben und dass man dankbar sein darf für alles. Und dass man auch dankbar sein darf für seinen Körper und dass man dem Körper nicht so was Schlimmes antut. Trinkst du Alkohol? Nein. Nee. Manchmal, zu Weihnachten. Ein Glas. Aber sonst. Glühwein? Na, nicht Glühwein. Nee, irgendwas mit Mirellen, Mirabellen. Ah, irgendwas ist gut. Sake mit Lillet Wildberry. Der ist gut. Das Rezept habt ihr mir jetzt zum ersten Mal gehört. Wenn ihr dem Rezept einen Namen geben wollt, Ronjas Rummeltrink. Okay. Ciao. Tschüss. Dankeschön.